Moin Moin, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und habe wieder 4 Themen für euch am Start. Ubisoft Plus kommt auf die PlayStation, Fall Guys wird Free-to-Play und kommt auf die Konsolen, Kerbal Space Program 2 wurde verschoben und es gibt noch ein paar neue Gerüchte zur RTX 40er Generation. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt und nichts mehr verpassen möchtet, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Schon lange gab es Gerüchte, dass Ubisoft mit seinem Abo-Service den Sprung auf die Konsolen schaffen will. Schon bald soll Ubisoft Plus an den Start gehen und zwar auf der PlayStation. Ab dem 24. Mai gibt es dann Ubisoft Classic im Zusammenhang mit dem neuen PlayStation Plus, Extra oder Premium. Heißt, hierzulande startet der Abo-Service sogar erst am 23. Juni. Zu Beginn erwarten euch 27 Titel wie etwa Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 4 oder Watch Dogs. Zum Ende des Jahres soll der Katalog dann auf 50 Titel ausgebaut werden. Ubisoft Plus soll auch für die Xbox erscheinen, hier gibt es bislang aber noch keinen Starttermin. Fall Guys war einer der Hype-Titel während der Covid-Pandemie. Wer bislang einen Bogen um das abgedrehte und farbenfrohe Spaß-Battle Royale gemacht hat, bekommt nun die Möglichkeit, das zu ändern. Ab dem 21. Juni startet nicht nur die neueste und umfangreichste Season, sondern das Spiel wechselt in ein Free-to-Play-Modell. Aber nicht nur das. Zeitgleich erscheint Fall Guys dann auch auf den Konsolen, heißt für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series sowie die Nintendo Switch. Und dank Crossplay und Cross-Progression könnt ihr fröhlich zwischen allen Plattformen wechseln und zusammenspielen. Wenn ihr Fall Guys hingegen schon gekauft habt, werdet ihr als einstiger Käufer entlohnt. Ihr bekommt ein Legacy-Pack, den ersten Season Pass kostenlos und Cosmetics. Und diese News darf natürlich auch nicht fehlen, mal wieder wurde ein Spiel verschoben. Nach Starfield und Redfall hat es nun Kerbal Space Program 2 getroffen. Das Sequel zum Indie-Hit wurde inzwischen sogar schon zum dritten Mal verschoben, auf Anfang 2023. Zumindest für den PC. Konsolenspieler sollen sogar noch später im kommenden Jahr folgen. Als Grund nannte der Entwickler Intercept Games: Wir bauen ein Spiel mit enormer technologischer Komplexität. Daher nehmen wir uns diese zusätzliche Zeit, um sicherzustellen, dass wir das Qualitätslevel, das Level des Feinschliffs erreichen, das es verdient. Also auch hier abwarten und Tee trinken. AMD hat erst vor kurzem 3 neue und verbesserte Grafikkartenmodelle seiner aktuellen Generation präsentiert. Da geht natürlich der Blick rüber zu Nvidia, was die denn so machen. Dort ranken sich aktuelle Gerüchte um die kommende RTX 40er-Reihe. Die neuen Grafikkarten sollen offenbar im dritten Quartal veröffentlicht werden, inzwischen wird sogar stark von Mitte Juli ausgegangen. Zudem gab es erste Spezifikationen zur RTX 4090. Die Rede ist von 24 GB GDDR6XV RAM mit 21 Gigabit per Second, 16.128 Shadern sowie einem TDP von 450 Watt. Das wäre schon mal deutlich weniger als die einst spekulierten 600 Watt und würde auf einem Niveau der RTX 3090 Ti liegen. Und das, obwohl die Leistung laut Gerüchten verdoppelt würde. Aber auch hier alles mit Vorsicht zu genießen, es handelt sich ja immer noch um Gerüchte. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wir hören uns morgen wieder, pünktlich um 19 Uhr. Macht's gut, servus.